Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Tipps der Woche. Der eine oder andere von Ihnen hat sicherlich schon die neue Ausgabe des Aktionär studiert. Super starke Aktien hatten wir Ihnen vorgestellt. Hier nochmal das Heft. Die über viele Jahre einen sehr starken Aufwärtstrend ausgebildet haben. Und eine dieser Aktien ist Marsh & McLennan aus den USA. Für viele von Ihnen möglicherweise ein unbekanntes Blatt, aber es handelt sich um ein Schwergewicht. Und zwar im Bereich der Versicherungsmakler, der weltgrößte. Und das große Know-how ist es, Risiken zu bewerten und entsprechende Produkte anzubieten für viele Firmen weltweit, auch selbst für Versicherer. Und man sieht es am kurzfristigen Chart, dass es da leicht aufwärts geht. Aber wenn man da schon etwas weiter zurückgeht, hier zum Beispiel der 10-Jahres-Chart, da hat sich die Aktie mehr als vervierfacht. Und seit dem Börsengang sind es sogar fast 11.000%. Und wir wollen jetzt mit einem Produkt eben diesen Trend weiterspielen. Und zwar ein Turbo-Zertifikat von Morgan Stanley. Wir sehen es auch gleich eingeblendet. Das Produkt hat einen Hebel von 3,3. Na, Kollege, wo sind wir? Genau. Die MA6 F4E. MA6 4FE 5,92, aktueller Kurshebel 3,3 und den Stoppkurs platzieren wir bei 5,30 Euro. Der Vollständigkeit halber natürlich ein Blick auf die Empfehlung der letzten Woche. Da war es Broadcom und da sehen Sie natürlich, dass dieser Aufwärtstrend, der steile seit Anfang Juni nicht fortgesetzt werden konnte, dass die Aktie weiter konsolidiert hatte. Und deswegen muss man leider jetzt konstatieren, dass der Schein ausgestoppt wurde. Der aktuelle Kurs liegt bei 42,80. Wir hatten den Stoppkurs bei 43, ein Minus von 6,70 Euro oder um die 14%. Wir setzen auf Marsh & McLennan und auf eine positive Entwicklung hier. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit und würde mich freuen, wenn wir in einer Woche wieder darüber sprechen. Bis dahin, machen Sie es gut.